Ich heiße Sie heute alle wieder herzlich willkommen zu einer neuen Online-Konferenz von goldsilbershop.de und der VSP AG mit mir, Markus Blaschzog. Ich bin Chefanalyst hier im Haus und der Gründer von Blaschzog Research. Die heutigen Themen drehen sich um den Anstieg der Edelmetalle, die wieder glänzen. Was ist der Hintergrund? Nordkorea? Sind es die Negativzinsen? Es gibt verschiedene Ursachen. Werfen wir einen Blick auf die fundamentale Lage in der Welt zu den Edelmetallen. Die neuesten Daten von GFMS zum zweiten Quartal kamen raus, die ganz interessant sind. Dann werfen wir einen Blick auf den Bitcoin, der zuletzt wieder ansteigen konnte. Und dann zu dem aktuellen Rechtsbruch der Europäischen Zentralbank, die jetzt Bedenken hat zu diesem Billionen-Euro-schweren Ankaufprogramm, Gelddruckprogramm der EZB und diese Entscheidung dazu, das Bundesverfassungsgericht nicht mehr selber entscheiden will. Voskuhle gibt das ab, den Europäischen Gerichtshof, und was dabei rauskommen wird, dürfte wieder klar sein. Und zum Ende der Online-Konferenz werden wir heute wieder einen Blick auf die Edelmetalle werfen. Die Chartanalyse zu Gold, Silber, Platin und Palladium mit dem Terminmarkt und zum Schluss wieder ein kurzer Blick auf die Minen. In den nächsten 30 Minuten werden wir diese Themen durchgehen. Der Goldpreis konnte in den letzten Monaten deutlich ansteigen. Bei 1200 US-Dollar hat er einen Boden gefunden, konnte einen Abwärtstrend brechen und seitdem bis auf fast 1300 Dollar ansteigen. Im Hoch waren es 1292. Das war schon sehr nah dran am Widerstand. Ist die Power jetzt schon raus? Ist das ganze Potenzial schon weg? Nein, ich glaube nicht. Die Terminmarktdaten sind immer noch relativ gut. Der Markt ist noch nicht ausgereizt. Der aktuelle Rücksetzer, den wir sehen in den letzten 2-3 Tagen, ist ganz normal aufgrund des Anstiegs um 100 Dollar. Wir sehen hier einen Pullback nach dem Ausbruch. Der erste Widerstand wurde erreicht. Es kommt zu einem Rücksetzer. Hier werden dann die Bullen irgendwann reingreifen und die Bären aufgeben und dann wird es wieder nach oben gehen. Gut, es gibt jetzt langsam eine Trendwende beim Euro-US-Dollar. Der Euro beginnt schwächer zu werden, hat womöglich sogar ein mittelfristiges Top auf mehrere Monate Sicht ausgebildet, was ich schon lange erwartet habe. Und der US-Dollar-Index, der hat bei 93 Punkten einen Boden gefunden. Hier greifen die Bullen rein, fangen den US-Dollar auf und planen einen antizyklischen zwischenzeitlichen Anstieg, vielleicht bis in den Bereich sogar von 96 bzw. sogar 100 Punkte im US-Dollar-Index. Dies dürfte zu einem Zwischenrückgang beim Euro-US-Dollar führen, mindestens bis 1,15, aber vielleicht auch deutlich tiefer bis 1,12, 1,11 in der ersten Bewegung. Und dies könnte sich anhand der extrem schlechten Kurzdaten, die schon indizieren, dass es weiter mit dem Euro bergab gehen dürfte. Warum dürfte es mit dem Euro bergab gehen? Die USA drucken kein Geld, hier wird die Geldmenge demnächst reduziert und Europa druckt weiter. Draghi ist hier nicht untätig und versorgt die Europäische Union und seine Länder mit viel frischem Geld. Im Silber sieht es ähnlich aus, hier gab es einen deutlichen Anstieg. Zum Schluss sahen wir einen Abverkauf in Euro und in US-Dollar, einen Sell-Off und danach ging es gleich nach oben. Die Tiefs des Vorjahres wurden erreicht, Intraday zumindest. Und dann wurden die Abwärtstrends gebrochen. Silber hat sehr gute Chancen, die Kurzdaten sind noch relativ gut. Und von daher kann man sich darauf freuen, dass Silber jetzt vielleicht deutlich ansteigen wird als der Goldpreis. Die Investoren flüchten im Augenblick wieder in die Edelmetalle. Wie damals schon prognostiziert im letzten Podcast, vor einem Monat im letzten Webinar, glaube ich, dass der langfristige Aufwärtstrend für Gold und Euro Bestand haben wird. Sie sehen diesen hier in diesem Chart seit Anfang 2014. Befindet sich Gold in Euro in einem Aufwärtstrend, bedingt durch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Der Euro verliert Monat um Monat, Tag um Tag, Jahr um Jahr mehr an Wert und letztlich sorgt das dafür, dass der Goldpreis eigentlich nur steigen kann in dieser Währung. Und letztlich wurde jetzt hier auch diese Unterstützung bei rund 1080 Euro erreicht. Im Tief waren es mal 1062, glaube ich, und dann ging es wieder nach oben und im Moment ist der Goldpreis schon wieder dabei in Euro Gas zu geben und wir können uns wahrscheinlich auf jetzt noch einen weiteren Anstieg für Gold in Euro erstmal freuen, auf Sicht der nächsten Wochen. Einer der Treiber für Gold ist sicherlich auch Nordkorea. Die Medien machen die Menschen im Moment und die Investoren ganz gierig damit. Korea ist sicherlich ein totalitäres Regime sozialistischer Natur. Die utopische Form jenes Leninisten, Marxisten, die hier Planwirtschaft und Einheitsbrei durchsetzen wollen, also der gleiche Richtung, wie die EU eigentlich geht, das ist in Nordkorea schon vollendet. Letztlich führt das doch nur zu Armut, Entrechtung, Knechtschaft und Leid für alle.
Aber im Moment hat Nordkorea ein paar Atomraketen und die USA regen sich tierisch drüber auf und man darf sich keine Illusionen machen. Nordkorea macht nichts ohne China im Rücken. Sie sind durch China gedeckt und Amerika kann nicht nach Nordkorea einmarschieren, einfach und den Krieg beginnen, ohne dann auch mit China aneinander zu geraten. Von daher ist die Kriegswahrscheinlichkeit doch eher sehr gering und es handelt sich hier nur um Säbelrasseln. Auf der anderen Seite möchte sich Nordkorea wieder öffnen. Nordkorea hat seine Wirtschaft immer noch nicht reprivatisiert, so wie es China schon vor 30 Jahren gemacht hat. Nordkorea ist immer noch mitten in der Planwirtschaft gefangen. Es gibt zwar Sonderwirtschaftszonen, wo die Nordkoreaner mit den Südkoreanern zusammenarbeiten, um einige Devisen zu bekommen, aber letztlich sind sie ein planwirtschaftliches, sozialistisches Utopia. Das ist das, wo jeder Linke eigentlich hin will. Und dennoch haben diese Leute dort eingesehen, dass es so nicht weitergeht. Man will sich öffnen und versucht, hier bessere Verhandlungspositionen zu bekommen. So zumindest die Vermutung einiger Analysten, dass es hierbei nur um Verhandlungsstärke geht, um einen besseren Friedensvertrag zu bekommen, bessere Bedingungen für sich auszuhandeln langfristig. Man muss also keine wirkliche Angst vor einem Atomkrieg haben zu diesem Zeitpunkt mit Nordkorea. Sollte es soweit kommen, dann sollten sie aber Edelmetalle haben. Diese Gefahr lässt sich nicht 100% eliminieren. Was in den nächsten Jahren kommt, wissen wir nicht. Mit der Wirtschaft wird es letztlich bergab gehen. Die Geldmengen wurden massiv ausgeweitet. Die komplette Konjunktur ist auf Sand gebaut. Die Regierungen haben sich weiter verschuldet. Und letztlich folgen Kriege immer Wirtschaftskrisen. Und von daher werden sie irgendwann ihre Edelmetalle brauchen. Deswegen, auch wenn Nordkorea jetzt ein erstes Warnzeichen ist, langfristig sollte man definitiv Edelmetalle im Depot haben, dass, wenn es doch mal schief läuft und eine derartige Lage eskaliert, dann wird Gold durch die Decke gehen und dann werden sie froh sein, das zu haben, denn die Papierwährungen werden im Krieg immer abgewertet. Die Staaten finanzieren den Krieg über die Druckerpresse, mit den Währungen geht es bergab und wenn dann das Internet vielleicht auch mal ausfällt, dann hilft ihnen auch kein Bitcoin mehr. Ein anderes Thema, das sehr interessant ist, ist die Riester-Rente. Viele Deutsche zahlen da ein, nehmen dann Standardrentenversicherung. Nun hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erstmals gegen Negativzinsen bei Riester-Produkten die Kreissparkasse Tübingen abgemahnt. Die Verbraucherschützer begründeten ihren Schritt damit, dass eine negative Grundverzinsung von minus 0,5 für die Vorsorge plus Vertrag rechtswidrig sei. Nun grundsätzlich stimmen wir dem zu. Ich habe es in den letzten Online-Konferenzen öfters mal vorgerechnet. Wenn Sie Geld anlegen, die Inflation frisst es auf, das, was Sie in die Rentenkasse einzahlen, bekommen Sie nur zu Bruchteilen zurück und wenn Sie dann noch privat über Riester vorsorgen, geht es Ihnen nicht anders. Eine Negativverzinsung in einem hochinflationären Umfeld führt natürlich zur Enteignung, zur finanziellen Repression. Wie Sie am nächsten Chart sehen, sieht es so aus, dass die reale Verzinsung von 10-jährigen Staatsanleihen beispielsweise in den USA aktuell bei minus 8% liegt und nicht etwa positiv ist, wie man vermuten könnte, nach den offiziellen Zahlen bei einem halben Prozent etwa. Und so ist es auch in Europa. Die offiziellen Zahlen, die die statistischen Ämter veröffentlichen, sind Fake News. Das sind manipulative Zahlen, um die Wirtschaft und die Märkte zu beeinflussen. Wenn man den Leuten natürlich sagt, ja, wir drucken so viel Geld, dass man euch das jedes Jahr, dass wir von euch 10% nehmen, ja, dann sagt jeder, okay, ich brauche Inflationsausgleich, die Zinsen schießen durch die Decke und das funktioniert so nicht. Man muss den Leuten glaubhaft machen, dass die Preise stabil werden. Und am besten macht man ihnen noch glaubhaft, dass die Preise stabil werden, wenn man Inflation von 2% hat, also das Geld jährlich um 2% weniger wird. Abzüglich des technologischen Fortschritts müsste es eigentlich 2% Deflation sein. Also sind es 4% offizieller Diebstahl, aber inoffiziell sind es eigentlich 12%. Und wenn man ihnen das glaubhaft vermitteln kann über gefälschte Statistiken, dann fressen das die Bürger auch, dann halten sie still, die Investoren orientieren sich an diesen offiziellen Inflationsraten und in Wirklichkeit druckt man viel mehr Geld, das Geld wird viel stärker abgewertet und darüber wird man ausgenommen. Wenn Sie also über 30 Jahre Ersparnisse ansammeln und dieses wird mit 10% jährlich oder 8-10% jährlich enteignet, dann bleibt Ihnen am Ende Ihrer 30-jährigen Laufzeit, wenn Sie kontinuierlich einzahlen, noch ein kleiner Bruchteil von 20-30% übrig von ihren Ersparnissen. Und das ist nicht viel. Das sind sie damit wirklich verloren. Und dass jetzt offiziellen Zahlen bei der Riester-Rente schon ein 0,5% Minus sind, das sagt eigentlich Ihnen eins, investieren Sie nicht in die Riester-Rente, investieren Sie, wenn möglich, nicht in Staatspapiere, in den Aktienmarkt, sondern gehen Sie in Gold und Silber. Hier haben Sie zumindest langfristig auf Sicht der nächsten 20-30 Jahre einen Inflationsausgleich. Und da Gold und Silber fundamental massiv unterbewertet sind, bekommen Sie auch noch eine reale Rendite.
Wenn Sie sich diesen Chart ansehen, dann sehen Sie die Abwertung, zumindest die offizielle Abwertung des Euros seit dem Jahr 1999, also seit seiner Einführung. Offiziell hat der Euro praktisch 23% an Wert verloren. Hört sich wenig an, das sind aber die offiziellen Statistiken. Glauben Sie das wirklich, dass der Euro seit seiner Einführung nur 23% an Wert verloren hat? Ich glaube, das kann man keiner Hausfrau glaubhaft machen. Seit 1999 haben sich die Preise in den Supermärkten verdoppelt und verdreifacht. Der Rohölpreis ist um das Vierfache gestiegen, der Goldpreis etwa um das Gleiche, genauso wie die Geldmengenausweitung etwa in den USA vervierfacht wurde oder auch in Europa mittlerweile um ein Vielfaches ausgedehnt wurde. Natürlich wertet die europäische Währung dadurch stärker ab. Hier in diesem Beispiel sehen Sie, dass diese offizielle Abwertung des Euros um 23% im Verhältnis zu 1999 einfach Unsinn ist. Diese Statistiken sind Fake-Statistiken, die man einfach nicht ernst nehmen darf. Da muss man schon eher über den Teich schauen. In den ersten Statistik, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, da werden die Daten noch nach alten Muster berechnet und da bekommt man verlässliche Daten, die man auch nach Europa extrapolieren kann und dementsprechend ja, eine so ungefähr Pi mal Daumen abschätzen kann, wie die Inflation in Euroland auch ist. Wer ist schuld an dieser ganzen Misere? Natürlich die Europäische Zentralbank, die mittlerweile 2,2 Billionen Euros gedruckt hat am Papiergeld. Wenn Sie die Geldmenge ausweiten, hat es letztlich nur eine Konsequenz und die ist, dass das Papiergeld weniger wird. Vermögen wird umverteilt, denjenigen, denen Sie dieses Geld als erstes geben, mit dem Cantillon-Effekt, heißt das nach der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die werden reicher und die können noch zu den alten Preisen einkaufen. Aber die letzten Empfänger dieser neuen Geldmenge, die werden ärmer. Die müssen dann zu schon gestiegenen Preisen einkaufen und sie verlieren letztendlich. Es kommt zu einer großen Vermögensumverteilung hin zu Banken und Unternehmen, die den Bailout erhalten, eine Versorgung mit staatlichem Geld, aber auch natürlich die Staaten selbst, die sich aufgrund ihrer unverantwortlichen Geldpolitik weiterfinanzieren können, wo die anderen Regierungen schon längst pleite gegangen sind. Nun, dass das Ganze koscher ist und nicht rechtens, dass hier seitens der Europäischen Zentralbank gegen europäische Verträge verstoßen wird, hat auch der Bundesgerichtshof mehrmals bereits bemängelt oder erkannt. Und erst heute wieder kam die Meldung, dass das Bundesverfassungsgericht eben die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen bezweifelt und diese Entscheidung aber, ob das ganze Gelddrucken seitens der EZB legal ist, vor dieser Entscheidung drückt sich Voskuhle bzw. das Bundesverfassungsgericht und gibt dieses an den Europäischen Gerichtshof ab. Nun ja, das Ganze erlebten wir schon mal vor 2-3 Jahren. Da gab es nämlich auch die Diskussion um das erste Anleihenkaufprogramm, das sogenannte OMT der EZB. Damals hat auch das Bundesverfassungsgericht eigentlich gesehen, dass das illegal ist, dass es nicht rechtens ist, dass hier geltende europäische Gesetze gebrochen werden. Und was hat man gemacht? Man hat auch den Kopf aus der Schlinge gezogen und hat die Entscheidung an den Europäischen Gerichtshof abgegeben. Und dieser hat damals dann ein Jahr später entschieden, dass das Ganze in Ordnung sei und dass man damit keine rechtlichen Probleme hätte. Und Peter Böhringer, der libertäre Autor und Bürgerrechtler ist, der sieht das diesmal genauso. Er sagt zum Beispiel, Voskuhle kapituliert mit fatalen Folgen für die deutschen Steuerzahler von morgen, deren Haftungsanteil schon heute im Billionenbereich liegt und täglich um Milliarden anwächst. Peter Böhringer ist sich sicher, dass auch diese Abgabe von Verantwortung von dem Bundesverfassungsgericht an den Europäischen Gerichtshof wieder genauso laufen wird. Der Europäische Gerichtshof wird keine Bedenken haben. Natürlich, es ist in seinem Interesse, Recht wird gebeugt, im eigenen Interesse und es wird weiter gedruckt. Die gebrochenen Gesetze werden letztlich dazu führen, dass noch mehr die deutschen Steuerzahler unter die Räder kommen werden. Es wird noch mehr Geld ausgegeben, noch mehr aufgeschuldet und das kann nicht ewig so weitergehen. Wer glaubt, dass sich das plötzlich irgendwie in Luft auflösen wird, in Wohlgefallen, der täuscht. Letztlich wird diese ganze aufgeblähte Geldmenge, dieses ganze Schuldenmachen, dieses ganze Leben auf Pump der Europäischen Union zu einem führen, nämlich zu einer massiven Abwertung des Euros, einem gleichzeitigen Zinsanstieg in der Europäischen Union und letztlich einem kolossalen Wirtschaftszusammenbruch, wie ihn Europa seit den 30er Jahren nicht mehr gesehen hat. Also, Voskuhle kapitulierte heute wieder einmal juristisch per Selbstentmachtung und das ist ein deutliches Zeichen. Bringen Sie Ihr Geld in Sicherheit, denn die Bundesbank und die EZB werden weiterdrucken. Sie werden durch die Politik gedeckt. Die Richter trauen sich nichts gegen die Politiker zu sagen, obwohl sie eigentlich erkennen, dass das illegitim ist.
Und von daher gibt es nur eins: Gold kaufen, sich absichern, denn sonst sorgt keiner für Sie. Sie müssen selbst für sich sorgen. Wo flieht man hin? Eine Möglichkeit natürlich in den Aktienmarkt. Aktienmärkte sind wichtig, ist eine Assetklasse, die auch vor Inflation schützt. Aber wenn es zu einer großen Wirtschaftskrise kommt, mit steigenden Zinsen am Ende des Tages, und die wird kommen, denn die jetzt niedrigen Zinsen werden später mit enorm hohen Zinsen bezahlt werden, dann kommen natürlich auch die Aktienmärkte real massiv unter Druck und werden massiv fallen und an Kaufkraft verlieren. Das heißt, wenn Sie vorsorgen wollen fürs Alter oder für jemand anders, dann können Sie sicherlich einen Teil in gute Aktien investieren, dagegen ist nichts zu sagen. Aber Sie sollten einen anderen oder einen viel größeren Teil Ihres Vermögens in richtiges Geld investieren. Und zwar nicht in Euros und US-Dollar, nicht in Papiergeld, das nur eine Forderung an Zentralbanken ist, sondern in das Geld des freien Marktes, nämlich Gold und Silber. Dort konnten Sie seit Jahrtausenden Ihr Geld aufbewahren und aktuell sind diese Edelmetalle, die monetären, aufgrund der Manipulation real massiv unterbewertet. Bedeutet, die Regierungen haben die Edelmetallpreise unten gehalten und Sie als Investor haben sogar noch die Möglichkeit, hier günstig einzukaufen. Die Aktienmärkte sind hoch bewertet. Wir haben es jetzt hier im DAX gesehen. Der hatte zwischenzeitlich fast 13.000 Punkte erreicht. Mittlerweile ist er wieder unter die 12.500 gefallen. Ein Aufwärtstrend wurde gebrochen. Viele glauben, dass die Aktienmärkte crashen könnten. Nun, spätestens mit steigenden Zinsen wird das auch so kommen. Und diese steigenden Zinsen werden mit einem Anziehen der Inflation kommen. Das heißt, auch wenn dann die Zinsen steigen, werden die Edelmetallpreise ansteigen, aber die Aktienmärkte kommen real unter Druck. In den USA läuft der Anstieg im Moment noch, aber die Märkte sind auch heiß gelaufen. Viele glauben an einen großen Crash. Sollte die US-Notenbank jetzt weiter die Zinsen anheben, wie sie es zuletzt getan hat, womöglich auch im Dezember die nächste Zinsanhebung, und jetzt beginnen, die Geldmenge wieder zurückzuführen, indem man die Bilanz verkürzt, dann könnte es wirklich sein, dass es zu einem Crash am Aktienmarkt kommt und der wird dann nicht gering ausfallen. Das heißt, jetzt in Aktien zu investieren wäre eher unklug. Gehen Sie dann lieber in die unterbewerteten Assetklassen Gold und Silber. Sie sehen es hier an dieser Karikatur. Die Aktienmärkte laufen jetzt seit dem Crash, seit 2008, geldmengengetrieben immer weiter nach oben und die Bären sind am Verhungern. Und sie warten eigentlich nur darauf, dass die Märkte jetzt crashen und wieder sich vollschlagen können. Die Bären sollten irgendwann an Oberhand gewinnen. Wir sind noch nicht in dieser hyperinflationären Phase, wo die Aktienmärkte ständig steigen. Es kann jederzeit zu einem Rücksetzer kommen, genauso wie die Rohstoffmärkte im Moment noch oszillieren, steigen und wieder fallen. So kann es auch beim Aktienmarkt sein. Und es ist sogar sehr möglich, dass es zu einem Aktienmarktcrash kommt. Vor einem Jahr war ich nicht so weit, habe ich erwartet, dass es erstmal noch weiter nach oben läuft. Aber jetzt sehe ich auch langsam die ersten Anzeichen, dass die Märkte heiß gelaufen sind und korrigieren sollten. In den nächsten 6 bis 12 Monaten vielleicht. Wollen wir als nächstes einen Blick auf das physische Angebot und Nachfrage von Gold werfen. GFMS und das World Gold Council haben wieder die neuesten Daten veröffentlicht und das bietet uns regelmäßig die Chance, hier mal die Fundamentaldaten kurz unter die Lupe zu nehmen. Wir sehen hier den Chart zur weltweiten Nachfrage nach Gold. Diese sank im zweiten Quartal 2017 um rund 10% im Vergleich zum Vorjahresquartal und diese lag bei nur 953 Tonnen. Im ersten Halbjahr war die Nachfrage sogar 14% geringer mit 2308 Tonnen. Im nächsten Chart sehen Sie hier die Gold-ETF-Zu- und Abflüsse. Wir sahen hier in dem langen Bärenmarkt bis Ende 2015 eigentlich deutliche Abflüsse und wir sehen hier, dass dieses sehr gut korreliert mit den Anstiegen von Gold und Silber. Also wenn es physische Zukäufe in die ETFs gibt, dann steigt auch eher der Goldpreis und gibt es Abflüsse, dann kommt der Goldpreis auch eher unter Druck. Die ETFs haben nicht nur im Aktienmarkt, sondern auch am physischen Markt für Gold und Silber eine enorme Macht. Und hier sieht man dann auch, ob Investoren groß reinkaufen oder nicht. Und die ETFs erfuhren Zuflüsse in Höhe von 56 Tonnen im zweiten Quartal und 168 Tonnen im ersten Halbjahr. Die stärksten Zuflüsse erhielten dabei mal wieder die europäischen Fonds im ersten Halbjahr mit einem Rekordvolumen von 977,7 Tonnen, das sie mittlerweile haben. Naja, das Ganze verwundert nicht, denn die Amerikaner haben ja seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten den Aktienmarkt favorisiert und Gold eher gemieden, da man
ja, einen neuen Aufschwung in den USA durch Trump erwartet, mit den ganzen sicherlich guten Programmen zu einer Steuersenkung und einer Erleichterung der Wirtschaft. Aber wir hier in Europa, wir haben mehr Angst, wir sehen die Probleme, die wir hier haben. Wir haben die Probleme in den südlichen Peripherieländern, wir haben die Immigrationskrise, wir haben massenhafte Verschuldung, auch wenn es uns in Deutschland hier noch gut geht, im Augenblick. Dennoch wissen wir, was auf uns zukommen kann, und wir sorgen fort. Und deswegen ist es eine gute Entwicklung, die wir hier sehen. Die Nachfrage nach Münzen und Waren, wie sie in diesem Chart sehen, verbesserte sich zum Vorjahresquartal um 13% und im ersten Halbjahr um 11%. Insbesondere aufgrund gestiegener indischer Nachfrage nahm auch die Schmucknachfrage um 8% zu im zweiten Quartal. Und hier noch einmal die Zentralbanknachfrage, die sehen Sie hier. Die Zentralbanken waren ja bis zum Jahr 2000 lange Zeit Nettoverkäufer, haben also das ganze Gold abgestoßen. Und seit einigen Jahren sind sie wieder Nettokäufer, wobei die westlichen Zentralbanken nichts dazu kaufen, aber die östlichen Zentralbanken wie Russland, Türkei, China, die kaufen massig dazu und stocken ihre Bestände auf. Hier gab es bei den Zentralbanken Zukäufe von 176,7 Tonnen im ersten Halbjahr. Das ist ungefähr genauso viel wie im Vorjahreszeitraum und konstant. Also die Zentralbanken sind weiterhin Nettokäufer. Beim Angebot sieht es ein bisschen schlechter aus. Im Vorjahresquartal sank das weltweite Angebot an Gold um 8% im zweiten Quartal. Zum Vorquartal stieg das Angebot jedoch leicht an. Insgesamt ergibt sich also ein Bild eines leicht gestiegenen Angebots im letzten Quartal und einer deutlich gesunkenen physischen Nachfrage im zweiten Quartal. Das bedeutet also, dass der Rückgang, den wir im letzten Quartal sahen, auch vom physischen Markt her bestätigt wird. Im nächsten Chart sehen wir aber hier die langfristige Erwartung von GFMS und World Gold Council zu der Goldproduktion, nämlich die sehen im Jahr 2019 einen Peak ausbilden. Es wurden nämlich viel zu wenig Geld in neue Bohrprojekte gesteckt, Erschließung von neuen Minen und dergleichen. Die Investitionen waren sehr gering und es ist nichts mehr da. Die ganzen Minen, die vorhanden sind, haben ihr Peak schon erreicht und die Produktion wird hier zurückgehen. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren ab 2019 erstmal wahrscheinlich eine sinkende Produktion sehen für Gold, und dementsprechend, wenn auch dann noch die Nachfrage ansteigt in dem gleichen Zeitraum, ja, dann kann der Preis bloß in eine Richtung gehen, nach oben, was wieder gut für uns Investoren ist. Dann haben wir noch einen Faktor, der nämlich für steigende Gold- und Silberpreise sorgt. Wir haben einmal die Geldmenge, die ausgeweitet wird, dann haben wir Krisen weltweit, die Leute in eine Flucht in sicheren Hafen führt, und es gibt von Angebotsseite weniger physische Ware. Also alle drei Faktoren sind dann sehr gut und wir stehen dann wahrscheinlich schon jetzt am Beginn einer neuen großen Aufwärtsbewegung im Gold. Werfen wir zum Schluss jetzt, bevor wir zur technischen Analyse kommen von Gold und Silber, noch einen Blick auf den Bitcoin. Hier gab es eine Aufspaltung mit dem Hardfork vor zwei Wochen in zwei Kryptowährungen, einmal Bitcoin und Bitcoin Cash. Da gab es eine Trennung, wobei Bitcoin Cash langfristig wahrscheinlich wieder verschwinden wird. Bitcoin konnte damit einige Probleme beheben und sich zukunftsfähiger machen im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, die ihm auf den Markt drängen und versuchen, den Bitcoin zu vertreiben. Da gibt es ganz viele Neuentwicklungen und andere Kryptowährungen, die deutlich besser sind als der Bitcoin, und die können ihm langfristig natürlich gefährlich werden. Also wer glaubt, dass der Bitcoin, nur weil er der erste war, auch langfristig am Markt der Platzhirsch sein wird, der täuscht. Nicht AOL oder die ersten Internetfirmen, die im Jahr 2000 noch erfolgreich waren, gibt es heute noch am Markt. Die wurden durch neue Unternehmen verdrängt. Und genauso kann es mit der Kryptowährung Bitcoin sein. Und so wird es wahrscheinlich auch kommen, dass diese irgendwann durch eine andere Kryptowährung verdrängt wird oder eine andere Technologie. Von daher ist der Bitcoin allein aus diesem Punkt auch kein Produkt, um langfristig zu investieren. Wer jetzt denkt, er kann sein Vermögen für die Altersvorsorge oder etwas, was er sich aufheben will, in den Bitcoin stecken. Okay, es ist möglich, dass der Bitcoin nochmal 100% macht. Aber langfristig ist das Risiko enorm hoch, dass der Bitcoin durch eine andere Kryptowährung vom Markt verdrängt wird. Wir haben das in jeder neuen Technologie bis jetzt gesehen, dass am Anfang die Unternehmen, die auf den Markt kamen, eben nicht unbedingt die Sieger am Ende waren. Von daher kann ich empfehlen, auch wenn ich selber ein Fan von Kryptowährungen bin und auch den Bitcoin bei 250 Mitte 2005 meinen Abonnenten zum Kauf empfohlen habe, aber auch selbst Bitcoin schon bei $80 gekauft habe, auch wenn ich ein großer Fan von Kryptowährungen bin,
ist der Bitcoin kein Geld. Gold und Silber sind Geld des freien Marktes, sie sind eine Ware, sie können nicht zerstört werden, sie sind nicht abhängig von einem Drittschuldner, von einem funktionierenden Internet oder davon, dass die Festplatte funktioniert, sondern Gold und Silber haben sie, wenn sie es physisch besitzen, einfach, und es hat seit Tausenden von Jahren Bestand gehabt und damit sind sie sicher. Bitcoin ist eine gute Alternative zum Bankensystem im Vergleich zu PayPal, da macht es Sinn, aber lassen Sie sich nicht täuschen, der Bitcoin kann auch ein trojanisches Pferd sein, in dem Aspekt der Bargeldabschaffung. Wenn Sie online handeln und Sie nutzen eine Kryptowährung, um anonym zu bleiben, dann macht das durchaus Sinn. Dann geht man nicht übers Konto oder über PayPal. Man will ja nicht als normaler Mensch, dass der Staat alles mitverfolgt. Man möchte ja eine gewisse Privatsphäre haben, was ein grundsätzliches Menschenrecht ist. Und dann geht man auf solche Kryptowährungen bei Online-Überweisungen. Dann macht das Sinn. Aber wenn es zum Zahlen an der Kasse geht und Sie schließen sich dann einfach dem an und zahlen dann auch jeden Kleinstbetrag mit Bitcoin, weil es cool ist. Dann helfen Sie damit, das Bargeld abzuschaffen und damit auch die Freiheit zu nehmen. Denn Bargeld ist Freiheit und Sie führen die Menschen dann praktisch mit Bitcoin hin zur Knechtschaft in ein Finanzsystem, das durch Banken möglicherweise reguliert wird. Denn wenn es erstmal soweit ist, dann gibt es vielleicht mehr Mittel, um zumindest Bitcoin zu beschränken. Sowas wurde schon versucht. Man weiß nie, was kommt, aber letztlich sind dann die Menschen vom Bargeld abgeschnitten und können sich ihr Vermögen nicht mehr in Sicherheit bringen. Und auch deshalb nutzen Sie, wenn es geht, Bargeld und wenn Sie online überweisen, durchaus den Bitcoin, dann macht es Sinn. Aber bitte nicht Bargeld durch den Bitcoin ersetzen, das macht langfristig keinen Sinn, das sehe ich eine große Gefahr drin. Und als Vermögensanlage langfristig machen sowieso nur Gold und Silber Sinn, wenn Sie in Cash gehen wollen. Der Bitcoin hier nochmal im Chart, zuletzt auf $4,000 gestiegen, war ein enormer Anstieg seit Mitte 2015, noch stärker als ich gedacht habe. Ich hatte mit $2,500 gerechnet und nach dieser Aufspaltung des Bitcoin und der Verbesserung sahen die Investoren wieder mehr Potenzial. Aber es ist definitiv eine Blase. Und was am Ende dabei rauskommt, wissen wir nicht. Vielleicht steigt der Bitcoin noch auf $100,000 oder vielleicht kommen jetzt langsam andere Kryptowährungen und fangen an, ihn zu verdrängen und der Bitcoin fällt gegen Null. Das ist alles möglich. Gut. Dann kommen wir jetzt als nächstes zur technischen Finanzmarktanalyse. Zu Gold, Silber, Platin und Palladium wieder. Als erstes werfen wir einen Blick auf den Terminmarkt beim Gold. Hier gab es zuletzt in den letzten 2-3 Wochen etwas relative Schwäche. Wir sahen auch einige Manipulationen in dem Bereich von $1,300. Und von daher ist auch diese Rücksätze, die wir aktuell sehen, bis in den Bereich von $1,260, den wir heute hatten, durchaus gerechtfertigt. Aber die Terminmarkt ist noch nicht ausgereizt. Das heißt, der Anstieg sollte eigentlich weitergehen. Werfen wir einen Blick auf den Chart. Dann sahen wir vor etwa einem Monat den Bruch aus dem Abwärtstrend, dann den Anstieg auf $1,200, dann einen kurzen Pullback, einen Anstieg bis auf $1,300. Und jetzt nach diesem Pullback soll es eigentlich weitergehen. Unser Zielbereich ist jetzt für diese Bewegung $1,340, die erreicht werden könnten. Dafür sind wir sehr optimistisch, dass dieser Widerstand bei $1,300 in den nächsten 1-2 Wochen geknackt werden dürfte. Gold in Euro ist sehr interessant, weil ich gesagt hatte, vor ein paar Wochen hatte ich das Kursziel bei 1080 Euro gefallen und das hatte ich aber schon rausgegeben, da war Gold in Euro noch bei $1,200 gestanden. Es wurde hier eine schöne Fortsetzungsformation ausgebildet, dann daraufhin fiel dann nochmal der Preis auf 1060 im Tiefkurs auf über 1-2 Tage und hat sich dann bei 1080 Euro je Feinunze stabilisiert. Und es konnte der Abwärtstrend übersprungen werden in der letzten Woche und es gab ein Kaufsignal. Jetzt könnte es sein, dass im Zuge eines wieder schwächeren Euros hier es zu einem deutlichen Anstieg kommt, wieder bis in den Bereich von 1200 Euro je Feinunze. Ein schwächerer Euro würde dabei sehr viel helfen und wenn der Euro wirklich wieder Richtung Parität läuft, der Terminmarkt würde dieses durchaus zulassen, dann bedeutet es eine Abwertung um 15% und es wäre ungefähr der Anstieg bis $1,200, selbst wenn nicht Nachfrage aufkommt. Von daher Gold in Euro auf dem aktuellen Niveau sehr interessant, um wieder erste physische Käufe zu tätigen. Sehen wir uns Silber an. Hier im Silber sind die Terminmarktdaten noch besser als im Gold. Diese hatten sich zuletzt extrem bereinigt, das ist sehr positiv. Silber hatte einen Sell-off hier in US-Dollar auf unter $15, was ich über Monate hinweg geschrieben habe, dass dieser Sell-Off oder diese Rücksetzer kommen kann unter $15. Das war eine antizyklische Kaufgelegenheit. Danach kam es zu einem Bruch des Abwärtstrends und jetzt hängt an der 200-Tage-Linie der Silberpreis. Wenn er darüber auch ansteigt, dann sind wieder $18-19 möglich. Aber währungsbedingt denke ich, Silber in Euro hat mehr Potenzial. Hier gab es auch einen Sell-Off an die Unterseite des langfristigen trendlosen Phase. Gibt der Euro jetzt nach,
dürften wir in den nächsten 6 Monaten wieder einen Anstieg von Silber in Euro bis in den Bereich von 17, 18 Euro je Feinunze sehen. Das ist ein deutlicher Anstieg. Von daher sind wir aktuell bullish und langfristig gesehen ist das aktuelle Niveau so günstig wie im Jahr 2000. Von daher ist es ideal, inflationsbereinigt jetzt hier auch wieder physisch in diese günstigen Edelmetalle dazu zu kaufen. Wenn Sie eine Gelegenheit gesucht haben, wann Sie wieder Edelmetalle dazu kaufen sollen, dann haben wir die jetzt vor 2, 3 Wochen gesehen. Aber es ist noch nicht zu spät. Also ein paar physische Käufe, ein paar Unzen wieder zu kaufen, macht durchaus Sinn. Palladium, hier ist der Timi-Markt schlecht, aber das hat seinen Grund, denn hier kam es nie zu einer Bereinigung. Sie sehen hier, Palladium steigt und steigt und steigt. Warum? Weil die europäischen Länder beginnen, den Diesel zu verbieten. Und Dieselkatalysatoren werden primär mit Platin hergestellt. So kommt es zur Substitution. Man braucht mit Benzinfahrzeuge und da wird halt eben mehr Palladium benötigt. Und deswegen ist Palladium stark und Platin war zuletzt schwach. Aber das liegt noch ferner in der Zukunft. Im Moment hat Palladium ein Mehrjahreshoch erreicht, wie Sie an diesem Chart hier sehen, den höchsten Stand seit dem Jahr 2001. Und Palladium in Euro notiert hier an einem Doppelhoch. Der konsolidiert der Preis auf hohem Niveau und es sieht ganz so aus, als könnte es auch langfristig weitergehen. Solange keine Elektroautos kommen, von heute auf morgen, und das wird nicht so sein, wird Palladium weiter nachgefragt sein und auch von Industrie die Nachfrage hoch sein. Von daher sind wir sehr optimistisch, dass Palladium auch weiter steigen kann. Wir empfehlen ja immer, Palladium und Platin zu 5-10% zu einem gut diversifizierten Edelmetalldepot beizumischen. Als nächstes noch ein Blick auf Platin. Waren die Daten so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr? Der Timi-Markt hatte sich enorm bereinigt und auch jetzt sind die Daten immer noch im Verhältnis relativ gut. Deswegen hatten wir bei $900 ein Kaufsignal gegeben, wegen dieser relativen Stärke und diesen sehr, sehr guten Daten. Es kam dann zum Trendbruch und einem Anstieg auf $1000. Das war unser Mindestkursziel. Hier kam es natürlich jetzt erstmal zu Gewinnmitnahmen in den letzten Tagen und einen ersten Pullback. Aber im Moment sieht es ganz danach aus, als könnte sich der Preis wieder stabilisieren und es im zweiten Anlauf dann über die $1000 schaffen und wahrscheinlich bis $1100 ansteigen. Also im Platin ist kurzfristig noch deutliches Potenzial vorhanden und langfristig, auch wenn jetzt mehr Elektroautos kommen, durch die Politik gefördert und Platin etwas Probleme hat aufgrund der Abschaffung des Diesels, ist Platin langfristig immer noch ein Edelmetall, das inflationsbereinigt sicherlich an Wert behalten wird und deswegen dennoch wert, dass man es in ein Edelmetalldepot mit dazulegt, denn Sie wissen nie, was kommt. Vielleicht brauchen Elektroautos oder irgendeine andere Technologie in Zukunft Platin und es wird wieder nachgefragt. Bei Platin in Euro sah es so aus, dass der Preis unter eine Nackenlinie fiel und es zum Abverkauf kam, aber auch hier sehen Sie, an diesem Abwärtstrend, der wurde jetzt gebrochen vor 2 Wochen und es kam dann zum deutlichen Anstieg. Und sollte der Euro so abwerten, wie wir es hoffen oder glauben, aufgrund der Politik der Europäischen Zentralbank, dann wird hier Platin in Euro deutlicher ansteigen und dann können auch die Vorjahreshochs wieder deutlich erreicht werden. Ein Anstieg auf 1000 Euro je Feinunze, also rund 20%, wäre dann durchaus möglich. So, zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Minen. Die Minen wollten bisher nicht so richtig mitziehen. Der Abwärtstrend im HUI wird aber gerade gebrochen. Die Minen haben es geschafft, in der letzten Woche erstmals über die 200-Tage-Linie und den Abwärtstrend anzusteigen und sollten Gold und Silber jetzt weiterlaufen. Dann werden die Minen auch mit nachziehen und mittelfristig auf Sicht der nächsten Monate sehen wir doch wieder Notierungen im Bereich von 280 Punkten, sofern sich die Edelmetalle stark zeigen. Besonders in Eurobasis macht das Ganze durchaus Sinn und wir sind optimistisch. Kurzfristig sollte man Stop-Loss legen. Es macht neben Aktienmarkt und physischen Edelmetall auch Sinn, etwas Geld in Minen zu stecken. Wenn Sie schon in Aktien gehen, dann würde ich auch einen Teil dieser Aktienbestände in Minen stecken. Also das müssen Sie als Gesamtportfolio sehen vom Aktienanteil und dann gehen Sie beispielsweise hier in die Minen mit rein. Langfristig haben die durchaus hohes Potenzial, eine Verzehnfachung ist da auch durchaus möglich. Also es macht Sinn zu diversifizieren. Aber die Grundlage müssen physische Edelmetalle sein, denn nur diese sind nur sicher. Eine Aktie, die Sie irgendwo im Depot liegen haben, da hat auch die Regierung Zugriff. Da kann es dann zu einer Besteuerung kommen, wenn mal die Krise tobt und dann wird Ihnen ein Teil Ihrer Gewinne oder vielleicht sogar alle weggenommen. Und das wollen Sie umgehen. Mit physischen Edelmetallen sind Sie dann sicher und haben Ihren Profit in der Tasche. Hier sehen Sie noch einmal als allerletzten Chart die reale Bewertung des HUI. An der gelben Linie sehen Sie den nominalen Stand des HUI bei etwa 180 Punkten und die schwarze Linie zeigt Ihnen die Veränderung oder die reale Bewertung des HUI im Vergleich zur Ausweitung der US-Geldbasis. Und das ist die
inflations- oder preissteigend wirkende Geldmenge und die wirklich vorhanden ist und auch wahrscheinlich nicht mehr deutlich zurückgenommen wird. Von daher kann man es auch fundamental sagen, dass der ROI aktuell so günstig ist wie im Jahr 2000. Dementsprechend sind die Minen fundamental unterbewertet und ein Kauf auch wert. Kurz zu uns nochmal, goldsilbershop.de ist Ihr Partner für Edelmetalle. Wir wurden mehrfach von unabhängigen Zeitschriften zum besten Edelmetallhändler Deutschlands gekürt. Wir sind bester Händler, Goldmünzenhändler, Goldankäufer. Wir haben den besten Service, Top-Lagerung. Wir haben verschiedene Produkte, egal was Sie brauchen. Wir haben ein Sicherlager, wir haben ein Zollfreilager. Sie können bei uns in über 80 Stellen deutschlandweit anonym Edelmetalle kaufen. Wenn Sie Edelmetalle brauchen, kommen Sie zu uns, bleiben Sie uns treu. Ich freue mich schon wieder, Sie in einem Monat wiederzusehen. Das wird dann sein am 19. September zur nächsten Online-Konferenz. Und mal sehen, was der Sommer bringt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bis zum 19. September die Edelmetalle noch ansteigen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut bis dahin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer. Bis bald.